Hallo Leute, willkommen zu einer Runde Hifes geht 2.0. Fracky. Und ja Leute, endlich ist es soweit irgendwie. Habe ich irgendwie schon lange darauf gewartet. Ich habe ein paar Tage gekämpft, wann das endlich kommt, weil ich es nicht ganz gewusst habe. Jedenfalls ist es jetzt endlich da, seit, glaube ich, vorgestern. Und Leute, ich bin mittlerweile, glaube ich, jetzt schon, ich glaube, 6. jetzt im Moment. Wenn das Video rauskommt, kann es sein, dass ich wieder ein bisschen weiter hinten bin. Jedenfalls, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber irgendwie finde ich den Spielmodus richtig nice. Ich finde, er ist gut gelungen. Ich weiß nicht, die meisten Leute, die sich aufregen, sind halt die 1.7-Hacker, würde ich jetzt mal sagen. Oder die Leute, die einfach nichts auf der 1.8 geschissen bekommen. Das sind die meisten, die sich aufregen. Könnt ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie euch der Spielmodus so gefällt. Oder was heißt Spielmodus? Halt einfach das neu umgesetzte SG. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen öfter Hypes G2.0 bringen. Und das sind irgendwelche Randys. Soll ich auch eigentlich holen? Ja. Sollen dürften wir eigentlich auch noch bekommen, wenn er jetzt nicht weglaufen würde. Okay, wir haben ihn. Nice. Das Punktesystem ist noch ein bisschen komisch, glaube ich, weil manchmal bekommt man 5 Punkte für einen und manchmal 3 nur. Aber eigentlich ist das System ganz gut. Ich habe jetzt auch, glaube ich, fast 1k Points oder, ja, 984 Points. Das ist im Moment gar nicht schlecht. Natürlich ist es jetzt nur am Anfang so, dass jeder so wenig Punkte hat, denke ich mal. Später wird es natürlich wahrscheinlich so sein, dass es so 5k oder so normal ist, glaube ich jetzt so. Wird sich ja noch zeigen, mal schauen. Wir sind auch einfach in eine Non-Prem-Runde gegangen, weil ich nicht so wirklich Bock habe auf so eine Prem-Runde, weil da teamen meistens Leute und, ja. Teams sind nicht so gut. Was ich noch ansprechen wollte, Leute, ja, ich weiß, es kommen im Moment wenig Videos. Liegt oft daran, dass ich einfach keinen Bock habe, aber auch daran, dass ich im Moment einfach nicht weiß, welche Videos ich bringen soll. Weil ich würde gerne irgendwie richtig viel cutten und so, aber ja, ich weiß nicht, ob das so zu meinem Style passt und ja. Deshalb werde ich einfach im Moment einfach irgendwas machen. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr meine Videos noch heute feiert oder schaut zumindest. Die Runde muss jetzt auch nicht allzu intens sein. Ich wollte einfach noch für ein paar Leute sagen, dass jetzt Hifes geht 2.0 draußen ist. Da ja viele von meiner Community auf Gomme spielen und ich den vielleicht, weiß nicht, können wir holen, lol. Den haben wir gerade ein bisschen hart gequickt. Ich glaube, der hat den Dia-Schwert, lol. Der war so stacked. Naja. So, dann könnten wir auch noch enchanten gehen. Das mache ich jetzt mal schnell. Es kann auch sein, dass ich jetzt mal in nächster Zeit vielleicht öfters vielleicht mit Leuten Hifes geht 2.0 aufnehme. Mal schauen. Muss noch schauen, wen ich das so finden kann und der so Bock hat. Mal schauen. Ja, ich glaube, ich enchante meinen Bogen. Auch wenn ich keinen Baum habe, aber das ist nicht so. Ich denke mal, ein paar Pfeile werde ich treffen. So. Das Enchantment-System ist, finde ich, auch ganz cool eigentlich. Man braucht eigentlich nur ein Level, das haben die gefixt. Gestern waren es noch 2 Level, was man brauchte, aber das haben die zum Glück gefixt. Aber das ist ja ganz cool eigentlich. Und dann ist auch gleich schon Deathmatch. Wir sollten die Runde jetzt eigentlich auch gewinnen, auch wenn jetzt noch ein Team drin ist. Wir dürften es normalerweise bekommen. Die Runde war jetzt zwar nicht so intens, aber ja, man kann nicht immer so intense Runden haben, weil das ist by the way auch mein First Try. Und deshalb, ja, finde ich das eigentlich ganz gut dafür. Und wir haben noch ein Level. Wir könnten vielleicht noch unser Schwert enchanten, aber wir holen uns mal den Randy jetzt. Ja, die meisten, die Randys sneaken sich immer in die Ecke vom Deathmatch. Oder einfach gehen in die Ecke vom Deathmatch. Weiß ich nicht warum, aber komisch. So, ich werde den jetzt einfach bowspammen. Was in meinem Aim wahrscheinlich nicht möglich ist, aber dürfte reichen. So, und das ist auch schon der letzte Gegner. Aber wir können gerne noch unser Schwert enchanten. So, dann können wir auf ihn raufspringen, wenn es geht. Bei der Trial ist es nicht. So, und dann haben wir die Runde gewonnen, Leute. Ihr könnt immer gerne so in die Kommentare schreiben, wie ihr so den Spielmodus findet. Und ob ihr den auch spielt, aktiv oder so, weiß nicht. Und dann, Leute, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive freuen. Und dann würde ich mal sagen, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.